leider laufen. Oh. Okay. Das war sehr, sehr knapp, muss ich sagen, gerade. Das hier muss ich einmal untersuchen, denn die Stars-Mitglieder haben ein USB an ihrer Marke. Um sich können in ihren PC einzuloggen. Voll sicher. Besonders wenn man die Marke mal verliert. Marke kann ich aber noch mitnehmen, weil ich sie irgendwo woanders noch einmal gebrauchen kann. Leider weiß ich nicht mehr wo. So. Wir kriegen eine Magnum. Und einen Brief an Stars-Mitglieder. An meine liebe Stars-Kameraden. Wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch auch immer noch mit den alten Irons herumschlagen, also dem alten Eisen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry, wagst ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richt dir bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 29. August. Und damit haben wir einen Brief von Claires Bruder gefunden. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo wir noch das Stars-Ding gebraucht haben. Irgendwo, wo es ja wohl noch rot ist, wahrscheinlich gesehen. Naja, vielleicht oben da, Lagerraum West vielleicht. Bin mir gerade unsicher. So, jetzt ist wieder normale Marke. Und ja, es wird ja auch uns nicht angezeigt zum Wegwerfen, also wir müssten runter zum Schließfachraum. Wie laufen wir da am besten jetzt? Natürlich mit all den Licker hier in der Gegend. Ist eigentlich gut gar nicht von hier oben, aber ja. Unten sind genauso welche, von daher. Die Licker sind nicht mal das Problem, sondern eher Mr. X ist gerade mehr das Problem hier. Also die Licker sind auch nicht gerade angenehm, aber Mr. X plus Licker, das ist mehr das Problem. Jetzt weiß ich, wieso habe ich auf andere gehört und Munition gespart? Wieso habe ich nicht einfach alles getötet? Ich hätte auf mich sollten hören. Auf mein inneres Ich. Immer alles tot zu haben, bevor ich irgendwo weitermache. Erstmal, ne? Wieder hier rein. Muni nachladen. Bisschen warten. Und nochmal rausgucken gehen. Liegt der noch immer da? Jo. Der geht uns, glaube ich, nicht mehr auf den Sack. Wenigstens einer, der uns jetzt nicht mehr auf den Sack geht.
Es kann mir sagen, was ihr wollt. Es ist immer der richtige Weg, die Feinde doch zu töten. Damit sie doch nicht mehr wiederkommen. Oh, hier kommt jetzt einer durchs Fenster. Hallo. Dann verstecke ich mich kurz einmal hier drin, um nochmal zu gucken, wie wir jetzt am besten laufen. Einfach da runter und da rein. Dann haben wir das auch geschafft. Die Lightning kann ich aber jetzt hier mal ablegen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt mitzuschleppen. So. Das kann ich auch mal ablegen und ich gehe davon aus, ich bin mir unsicher, für was wir das Stars-Zeichen noch gebrauchen könnten. Ob ich das jetzt soll ablegen oder nicht. Oder ob ich dann mir wieder, einen zu großen Umweg indirekt dann wieder damit mache. Wenn ich es jetzt ablegen soll. So. Wirklich gerade unsicher, was sagt ihr? Ablegen, nicht ablegen? Ist überhaupt einer da? So ist es gerade gar keiner da, das ist es. Wir legen es jetzt einfach mal ab. Wenn, dann müssen wir wirklich hin und her laufen, das ist halt dumm gelaufen. Jetzt wo wir, ich weiß, ich übertreibe wieder mit dem Speichern, aber jetzt wo wir hier sind. Wieso nicht dann zur Sicherheit nochmal abspeichern? Draußen läuft irgendwo Mr. X gerade rum. So. Also, was wollten wir? Wir wollten jetzt das noch anbringen, damit wir da noch die restlichen Schränke öffnen können. Dann gehen wir zur Bibliothek für unser Hauptziel. Weiter zu verfolgen. Komm schon, Mr. X. Verschwinde. Ich will nämlich eigentlich hier nicht laufen, auch wegen den Licker. Ich bin falsch. Das höre ich nicht gut. Ich müsste eigentlich gegenüber im Büro sein. Und da läuft er. Da läuft Mr. X. Draußen ist gerade Mr. X vorbeigelaufen. Licker und Mr. X, wunderbar. Ah, da kommt er. Jetzt muss ich laufen. Hier muss ich auch laufen. Natürlich! Natürlich steht dann da der Licker im Weg. Oh. Was? Mr. X kommt hier rein? Ich dachte, hier wäre so eine Art Safe-Raum. Also, nicht wirklich safe, aber so safe, dass das Böse hier nicht reinkommt, eigentlich, habe ich gedacht. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie wir vorgehen sollen. Besonders mit dem Licker vor der Tür.
Oh. Okay. Wie gesagt, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, 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 nein. Ich hatte, muss gerade gucken, meine Nachricht wurde von einem Moderator gelöscht. Durch die Rolle hat I Manchesters für 360 Sekunden Timeout versetzt. Grund auf Count Blacklisted. Reason Booting, Scamming, Spamming. Per Wisbot. Okay. Dazu muss ich mal kurz nachgucken, bevor wir hier weitermachen. Was mein lieber Bot da gemacht hat. Okay. Weiß gerade nicht, was da passiert ist. Ich finde es auch gerade nicht, aber gut. Ich gehe davon aus, mein Bot hat noch nie ohne Grund jemanden getimeoutet. Glaubt ihr, ich bin schnell genug, dass er mir jetzt nicht mehr da hinten in den Raum pongen kann? Wir geben jetzt einfach alle Zahlen ein, weil ich nicht gerade nochmal hier rausgucken will, was zu ist und was nicht. Ach, die 3 hat gefehlt, als nur 3 drin ist. Nicht als 2 drin ist. Das können nur die 3 sein, ne? Alle anderen Dinger müssten auch sein. Sehr schön, mehr Platz. Und da ist er. Oh. Wir laufen nochmal rum mit ihm. Hier lang. Und einmal hier lang. Oh. Mich wundert gerade, dass wir so gut dem Licker. Muss ich sagen. Entkommen sind. So, wir nehmen einmal das. Und einmal das. Das Blaue lassen wir jetzt mal sein. So, wir müssen hoch zur Bibliothek. Kacke, er hat uns gesehen. Jo, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Das ist natürlich nicht so gut. Wir das alles zeitlich jetzt hin.
Lass los, lass los, lass los. Natürlich steht das jetzt doch noch nicht so, wie es muss. Was? Oh, ich wusste nicht, dass er Leiter hochsteigen kann. Ich habe gedacht, dafür wäre er zu fett. Na, wie laufe ich denn jetzt? Um ihn abzuhängen. Komme ich irgendwie woanders nochmal in die Bibliothek, ohne jetzt hier diesen Umweg zu machen? Ich glaube nicht, dass er mir jetzt hier Zeit lässt, um die Dinger richtig zu stellen. Komm schon. Lass los, lass los. Ist er jetzt von da oben runtergesprungen gekommen? Deswegen konnte ich nicht da hochsteigen. Okay. Dann mal wieder hier hoch. So könnte das werden. Guck, 69. Vielen Dank. Wenn nicht 69, 96. Vielen Dank für deinen Follower. Das Ganze nochmal. Komm hoch. Und du steig runter. Komm schon, Leon. Schneller, schneller, schneller. Ich versuche gerade so gut wie es geht unnötig durchs Gebäude zu laufen. Ist er jetzt schon. Ja, er ist ja. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt hochlaufe und er hockt noch immer da oben und wartet nur, dass wir kommen. Ja, ihr sagt, wieso laufen wir jetzt nicht da lang, wo ich gerade wollte langlaufen? Da geht's aber irgendwann geht's kaputt, wenn man halt da langlaufen will. Deswegen. Müssen wir hier lang. Oh, wir haben die Sache nicht dabei für den Ohrenturm. Oh nein. Also müssen wir sowieso nochmal irgendwie rumlaufen. Oh. Oh. Habe ich nicht kommen sehen. Aber wirklich gar nicht kommen sehen. Oh mein Gott. Reparaturplan. Ort, Polizeistation, westlicher Ohrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich eine Spezialistin für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Ich glaube, hier rein. Hier ist wieder so ein Raum, wo er nicht reinkommt. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, wir müssen die Sachen holen, die wir jetzt nicht mitgenommen haben. Schießpulver groß, das ist natürlich sehr schön. Ja, hier sind überall Sachen, die wir einstecken müssten. Ja, da können wir jetzt in den Lagerraum.
Also vielleicht können wir von da in den Lagerraum. Ob das es jetzt bringt, weiß ich gerade auch noch nicht. Vielleicht kommen wir an ihm vorbei, ohne dass er noch uns greifen will. Das wäre sehr schön. Versuche gerade Mr. X krass aus dem Weg zu gehen. Weil so wie er mich gerade verfolgt hat, brauche ich nicht nochmal. Ich bin aber jetzt schon wieder ein Idiot und hätte einfach hier oben sollten. Ah nee, wir kommen da ja nicht mehr runter. Das Ding ist ja... Oh, das Ding ist ja kaputt gegangen. Oh nein, Let's Aimon oder so. Oder Aimon. Vielen Dank für dein Follower. Ich sehe gerade, meine Kamera ist ein bisschen größer als meine Frame. Naja, ist nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Oh. Das war ja klar, wenn wir Pech haben, kommt Mr. X. Wollte ich schon sagen. So, so habe ich es gerne sortiert. Das könnte ich mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas von den anderen Sachen da hinten gebrauchen kann. Ich glaube nicht. Hallo. Und tschüss. Ich laufe jetzt mega Umweg. Ich müsste nicht den Umweg laufen. Wenn mich jetzt hier jagt oder da hinten mit rumjagt, das macht ja jetzt auch nicht unbedingt den Unterschied. Würde ich sagen. Es ist lustig, du wirst dauernd von dem Riesenvieh da gejagt und dann kommt ein normaler Zombie, der dich wieder beißt und dir einfach nur denkst, wieso? Ich werde leider von was Größerem gejagt, dass ich nämlich lange mit dem da rumschlagen kann. Das ist gerade mehr das Problem. Sehr schön. Tick6O, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ah, da ist diese Treppe. So, da ist das kleine Zahnrad. Wir hätten das große auch, glaube ich, da hinten wieder rausnehmen müssen. Das müssen wir, glaube ich, hier oben einsetzen. Das kleine da unten. Ich bin mir zwar jetzt unsicher, aber ich glaube, es war irgendwie sowas. Jo, können wir wieder mitnehmen. Dann glaube ich, ist es so, wie ich dachte. Jo, hier kommt nicht das große, glaube ich, rein. Hier kommt das kleine rein. Jo, passt. Denox One, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Wie geht's dir, mein Lieber? So. Das
hier einführen. So, da ist das Elektroteil, was wir gebraucht haben. Muss ich darüber keinen Bericht schreiben? Ja, ich glaube nicht, Leon. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendein Polizist einen Bericht von dir haben will. Und wenn, streit's einfach ab, du warst es nicht. Du hast die Sache so gefunden, wie sie ist, So vorgefunden, genau so. Nicht anders. Oh, das reicht. So, hier ist jetzt aber... Ja, hier ist nichts mehr rot. Es triggert mich so sehr, dass hier im Lagerraum noch was rot ist. Und ich glaube, das ist das mit der Polizeimarke. Ich bin mir unsicher, ob wir da noch... Da haben wir bestimmt noch lauter Licker. Oh nein. Junge. Lass mich in Ruhe. Kümmere dich um Mr. X. Beiß ihn. Er mag das. Also ich gehe davon aus, dass das mit der Stars-Marke da war. Wie gesagt, es ist alles wieder schon viel zu lange wieder her, aber ich glaube, da war die Stars-Marke. Einmal hier rein. Einmal hier. Einmal da. Wir holen jetzt noch das zweite Elektroteil. Plus die Stars-Marke und wir versuchen unser Glück da hinten nachschauen zu gehen. Würde ich jetzt mal so sagen. Falls es dann doch nicht das war, dann hatten wir halt Pech. Das Elektroteil. Elektroteil. So. Den Schuss könnten wir eigentlich wegwerfen. Naja, egal. Hier lang oder sollen wir oben sofort rein? Wir gehen oben sofort rein. Würde ich sagen, so. Ja, gucken wir. Und der Hu, Jonna, vielen Dank für dein Follower und herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hier habe ich getötet, ne? Das Drecksvieh, was mir auf den Sack ging. Jo. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es da oben noch mehr aussieht. Ich glaube, da sah es nicht so prickelnd aus. Ich glaube leider, da sah es nicht so prickelnd aus. Ist die geile Puppe. So. Kacke. War ja klar. Ja, jetzt kommen sie alle. Das wusste ich nicht, dass die auch hier hin können kommen. Oh mein Gott. Ich wusste, dass sie da drin können bleiben, aber dass sie auch...
Oh nein. Ich wusste es ja. Ich wusste es ja. Ich habe ihn gehört. Weiß im Endeffekt, dass ich die leben gelassen habe, war dumm, weil ich ja jetzt trotzdem da rein muss und aufräumen muss, weil ich irgendwas suchen will und ich ihn nicht dauernd aus dem Weg kann springen. Wegen Mr. X. So, das hier verstauen wir mal. Soll ich uns vielleicht noch ein bisschen Muni für die Pumpgun machen? Würde ja sagen. Sind zwar nur 3 Kugeln, aber es sind die. So, einmal den hier. Eigentlich. 3-mal grünes Kraut. Das ist nicht so meine Lieblingsmischung, aber ich glaube auch nicht einmal ein blaues verschwenden, weil ich glaube, wir brauchen nachher noch welche, die uns vor Vergiftungen heilen. Oh ja, wegwerfen, ist klar. So, jetzt haben wir 3-mal grünes. Das ist auch ganz gut. Warten wir wieder ein bisschen, bis Mr. X hier, ne, sich wieder ein bisschen verabschiedet hat. Weil, ja. Und ja, ich wollte eigentlich jetzt den Licker mit einer Granate töten, deswegen habe ich die Granate da ausgerüstet. Ob das jetzt... so eine gute Idee ist, weiß ich auch noch nicht. Entschuldigung, ich musste halt jetzt nochmal gucken, ob hier, ne, Mr. X gerade rumtrottelt. Wie gesagt, er taucht komischerweise immer da auf, wo man selbst auch ist. Dieses Phänomen kann mir keiner erklären. Jetzt wundert, also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er jetzt wieder hier oben steht. Weißt du, er hat mich nach unten verfolgt, aber jetzt steht er wieder hier oder so. Was? Da sind noch immer 2? Also gleich hole ich doch hier die Bazooka. Mist, 6 ist hinter mir her, wollte ich auch nur mal... nur mal gesagt haben. Ich bin mir gerade unsicher. Was war denn hier noch? Wieso leuchtet das hier noch rot? Unter Druck zu suchen ist jetzt auch nicht gerade toll. Wow, sag jetzt nicht. Es war nur die Muni da. Es war nur die Muni da. Da
Es war nur die verdammte Muni. Ich habe Muni verschwendet. Ich habe eine Granate. Okay, die Viecher sind gut tot. Das ist jetzt nicht. Ich habe Mr. X wieder genau an meinem Arsch hängen. Für ein bisschen Pistolenmuni. Ich habe Heilung verschwendet. Das ist eigentlich das, was viel wichtiger ist. Ich habe Heilung verschwendet. Das ist sogar das, was in meinen Augen das Wichtigste an der Sache ist. Das war es wieder mit dem Heilung gut dastehen. Ja gut, ich nehme jetzt die Stars-Dings mit. Weil ich gerade hoffe... Lieber Leichen, denen ich nicht traue, weil ich nicht mehr weiß, wo ich Leute umgebracht habe und wo nicht. Obwohl ich einfach sie nur K.O. gemacht habe. Oh, Kacke. Kacke. Das war jetzt unerwartet. Das war jetzt stark unerwartet gerade. Oh, Kacke, was habe ich mir gerade in die Hose gemacht? So. Da habe ich sie doch mal abgelegt. War das jetzt mit dem Elektronikteil hier im Transformatorenraum, oder? Oh, da musst du nicht mehr eben. Nein, wir laufen jetzt wieder hier rum. Bei all den Hunden wieder. Oder müssen wir zur Zelle? Nein, wir müssen zur Zelle, stimmt. Ne? Ja, gut. Okay. Transformatorenraum, glaube ich, lag nur noch in Kraut zu mitnehmen, was ich nicht mitgenommen habe. So war's. Ah ja, jetzt sind auch hier Hunde. Stimmt. Hi. Okay. Okay. Jetzt bin ich so gut wie tot, oder? Eigentlich ist es dumm, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt hier Strom drauf, damit alle Türen aufgehen. Habt ihr gesehen, was da alles in den Zellen ist? Ich... Ja. Kein Kommentar. Kein weiterer Kommentar, bitte.